Vielen Dank für die Einführung. Sie sehen aus dem Titel, es sind zwei Teile dieses Vortrages. Im ersten Teil werde ich etwas erzählen über die Anforderungen von Großprojekten an das Integrated Engineering und im zweiten Teil eine Lösung aufzeigen, wie wir versuchen derzeit die Lücke zwischen dem Anlagen-Engineering und dem Leittechnik-Engineering zu schließen. Diese Lücke ist ja gestern auch mehrfach angesprochen worden. Unseren Ansatz werde ich dann daran vorstellen. Ich beziehe mich in meinem Vortrag schwerpunktmäßig auf das Thema Automatisierung, was ja auch der Schwerpunkt unserer Firma ist. Dieses Bild werden Sie vielleicht bei manchen Veröffentlichungen von Siemens schon sehen. Und zwar der Anspruch, unsere Idee des Digital Enterprise, wie wir es nennen, das ja beides abdeckt, die digitale Fabrik und die digitale Anlage, dass wir über alle Projektphasen hinweg immer ein digitales Bild, ein digitales Bild einer Anlage vor Augen haben und das in einem geschlossenen Kreislauf. Pardon, das war zu viel. Das in einem geschlossenen Kreislauf. Das heißt, in jeder Phase eines Projektes, einer Erstellung, sollte ein aktuelles Bild dieser Anlage digital vorliegen. Soweit die Vision. Wie sieht die Realität aus? Die Realität sieht leider noch ganz anders aus. Das sind die klassischen Abläufe, die Sie auch gestern in mehreren Vorträgen schon gesehen haben. Und auch sehr vereinfacht teilt sich das Engineering oftmals in drei Phasen auf, in das Plant Engineering, in das Electrical Instrumentation Engineering und in das Automation Engineering. Und klassisch wird in allen Phasen werden Zeichnungen gemacht, werden Konzepte gemacht, die wieder untereinander abgestimmt werden müssen. Und erst wenn diese Planung eine bestimmte Reife hat, geht man weiter zum nächsten Schritt, geht man weiter ins Basic Engineering. Und diese Schritte sind in der Regel enorm zeitaufwendig. Ich habe selbst in Projekten mitgewirkt, meistens Großprojekte im internationalen Umfeld, meistens über mehrere Kontinente hinweg. Herr Heimberg hat eben die Zusammenarbeit angesprochen, sprach von vielen beteiligten Parteien. Oftmals ist es ja nicht nur Endkunde, Betreiber, die Feed Company, die die Planung gemacht hat. Es gibt Behörden, es gibt weitere Planer, es gibt EPCs, es gibt OEMs. Und wenn Sie diese Abstimmungen durchführen im Rahmen einer Projektabwicklung, verlieren Sie in solchen Phasen in der Regel unheimlich viel Zeit. Und oftmals, ist meine Erfahrung, bekommen Sie erst nur dann einen richtigen Schub, wenn es Ihnen gelingt, alle Parteien an einen Tisch zu bekommen. Was natürlich im internationalen Umfeld immer mit enormen organisatorischen Schwierigkeiten und mit Kosten verbunden ist. Im Detail Engineering dasselbe Bild. Auch da werden in den einzelnen Disziplinen Dokumente erstellt und auch erst wenn da eine Abstimmung erfolgt ist, geht man dann in die Realisierung über. Das Gleiche gilt dann am Ende, wenn Sie in Betrieb genommen haben, entsteht eine S-Bild-Dokumentation und auch die sollte irgendwann mal stimmig sein. Und daraus entsteht eine normalerweise gepflegte Dokumentation, die für Wartung und Betrieb und spätere Modernisierungen erforderlich ist und auch die sollte abgestimmt sein. Jetzt haben wir ja in mehreren Vorträgen gehört, dass wir da oftmals enorme Schwierigkeiten haben. Es gibt Katastrophen durch veraltete Projekte, hat es Dr. Kussi gestern ausgedrückt. Woher kommt das? Gehen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, dann nehmen wir in einer Anlage einen einfachen Durchflussmesser. Es gibt immer noch das Word-Dokument für die Funktionsbeschreibung. Ich habe mich schlau gemacht bei aktuellen Projekten. Noch immer gibt es die Beschreibung in Word, manchmal auch nur als PDF, manchmal nur auf Papier. Noch immer in aktuellen Projekten. Dann bekommen Sie vielleicht die Gerätedatenblätter als PDF-Datei. Eine Instrumentierungsliste gibt es vielleicht schon als Access-Datei. Die Verbraucherliste als Excel-Datei. In Visio gibt es zum Beispiel eine Hardware-Struktur, eine Schrankzeichnung. Das CAD-System bildet das Gebäudeplan ab. Und in MS Project haben Sie die Projektstruktur. Und überall fließt dieses Teil ein. Wenn Sie dann weitergehen zur Automatisierung, dann fließen diese Informationen alle in die Hardware-Konfiguration ein, in die Funktionsbausteine, in die Abläufe. Und auch daraus entstehen wieder Dokumente für die Automatisierung. Hardware-Konfigurationen, Funktionspläne, Ablaufbeschreibungen,
HMI-Darstellungen, Parameterlisten, Reports und so weiter. Eine Vielzahl von Dokumenten, die in der Regel im Projektablauf, wenn das straightforward geht, auch halbwegs vernünftig bearbeitet werden können. Aber kein Projekt läuft nach Schema F. Plötzlich kommt ein Planer auf die Idee, nanu, diesen Flügelradzähler, den wir da haben, da könnt ihr vielleicht bei dem Medium, das er messen soll, Korrosionsprobleme bekommen. Ich ersetze den lieber durch einen berührungslosen, Durchflussmesser. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, mitten im Projektablauf alle diese Dokumente zu aktualisieren. Und genau daher rühren viele Fehler. Das heißt, es kann Ihnen passieren, dass bei der manuellen Arbeit auf diesem Weg oder auf diesem Weg irgendwelche Informationen verloren gehen. Und das sind dann die berühmten Katastrophen, die dann später bei der Inbetriebssetzung passieren, dass einfach manche Dokumente einfach nicht gepflegt sind. Auch hier gilt wieder die 10er-Regel, die wir gerade gehört haben. Den Fehler, den Sie hier vermeiden können, kostet Ihnen ein Zehntel dessen, was die Behebung später kosten würde.